Hallo Leute! Willkommen beim LS22 Guter Start in Oberon. Dies ist Teil 8. In der letzten Folge haben wir uns hier diesen schicken Düngestreuer gekauft und unser Grasfeld gedüngt. Und außerdem arbeitet der Helfer gerade noch da hinten an der Aussaat vom Weizen. Und er wird da noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Ja, ich würde gerne am liebsten heute noch, also im September, Gewächshäuser kaufen. Und dann brauchen wir nicht nur Geld für den Kauf von Gewächshäusern, sondern auch für ein Wasserfass. Und unser Geld wird aber spürbar weniger. Wir haben jetzt noch 24.000 Euro. Das ist für normale Menschen viel Geld, aber wenn man in der Landwirtschaft was anschaffen will, ist es nur sehr wenig Geld. Es wäre also eine tolle Sache, wenn wir ein bisschen Geld dazu verdienen könnten. Und zwar schnell. Und dafür gibt es Aufträge. Und ich dachte mir, wir machen zusammen einen Auftrag. Bevorzugt einen Düngestreuerauftrag, weil wir jetzt gerade hier diesen Düngestreuer gekauft haben und den könnten wir ja auch noch beim Nachbarn zum Einsatz bringen. Okay, können wir machen, da gibt es nämlich Möglichkeiten. Mit Escape gehen wir wie üblich ins Menü. Und hier sind wir auf dieser Karte mit den Düngeanzeigungen. Und wenn wir hier weiter runter gehen, dann gibt es dieses Symbol mit den zwei Blättern, die so schräg zueinander sind, unter dem Q-Symbol. Hier sind die Aufträge oder auch Verträge genannt. Und wenn man ganz frisch startet mit dem Spielstand, dann gibt es da meistens noch keine Aufträge oder nur wenige. Und irgendwie so, ja, ein-, zweimal am Tag gibt es dann immer neue. Und wie wir hier sehen können, gibt es jetzt hier schon einige Aufträge. Es gibt zum Beispiel Düngeaufträge, zwei Stück. Einmal auf Feld 5 können wir einen Düngeauftrag machen, auf Feld 44 auch. Und Feld 5 bringt mehr Geld als Feld 44. Man kann davon ausgehen, dass Feld 5 deutlich größer ist. Können wir hier auch mal sehen. Dieses Feld gehört Rebecca Thibault und das Feld ist fast 7 Hektar groß. Das ist schon ein ordentliches Kaliber. Darum kriegt man dafür so viel Geld. Und ja, Vertrag düngen und der Besitzer bietet eine Belohnung von 13.061 Euro an, um das Feld 5 zu düngen. Und man kann das Feld 5 mit einem beliebigen Dünger düngen. Das ist zum Beispiel eine tolle Sache für Schweine- oder Kuhzüchter, die in ihrer Gülle quasi ertrinken. Die könnten dann diese Gülle nutzen, um Düngeaufträge zu machen. Dann haben sie keine Düngerkosten und können das gut umsetzen. Das ist eine Möglichkeit, was man mit der recht vielen Düngen Gülle machen kann. Wenn man viele Kühe hat, dann hat man auch viele Gülle. Und haben wir aber jetzt überhaupt nicht. Wir müssten also mit Mineraldünger düngen. Und wenn wir die eigene Düngeausrüstung haben, dann können wir die nutzen. Also unser Düngestreuer und unser Traktor. Das werden wir auch tun. Wenn wir das aber nicht haben, dann kann man die Ausrüstung mieten und dann muss man einen Betrag dafür zahlen, der unterschiedlich hoch ist und der in einem gewissen Verhältnis zu dem steht, was man bei dem Auftrag verdienen kann. Also je mehr man verdient, desto teurer ist das Mieten. Und es ist aber sehr viel billiger, als würde man das Gerät normal im Shop mieten. Also Mieten für Aufträge ist recht preiswert. Und wenn man die Sachen nicht hat, lohnt sich das auf alle Fälle. Und man kann auch mal dadurch neue Geräte kennenlernen, die man sich nicht leisten kann. Das ist eine zusätzliche tolle Möglichkeit bei solchen Aufträgen. Und ja, aber in unserem Fall ist das nicht nötig. Man kann diese gemieteten Geräte, die man für Aufträge mietet,
nur für Aufträge nutzen. Also nicht für das eigene Feld, sondern nur für Aufträge. Und hier steht noch dazu, das Gerät muss mit Mineraldünger befüllt sein. Das heißt, den Dünger, den muss man selber mitbringen. Das heißt, wir haben Materialkosten. Wir werden, wenn wir diesen Auftrag machen, nicht 13.000 Euro Gewinn machen, sondern wir werden, weißt du, ja, vielleicht 5.000 Euro oder so, das müssen wir mal sehen, wie viel wir brauchen, für den Dünger zahlen. Also Düngeaufträge haben den Nachteil, dass man das Material mitbringen muss. Die haben aber den riesigen Vorteil, dass sie schön schnell gehen und unterm Strich sind Düngeaufträge sehr lukrativ. Es gibt auch hier noch Ernteaufträge und die bieten häufig mehr Geld. Sieht man hier 23.000, hier sogar 26.000. Das ist hier in beiden Fällen Kartoffelernte. Und da sind wir schon bei den großen Nachteilen für Ernteaufträge. Die können sich ewig hinziehen. Gerade so eine Kartoffel- und Rübenernte, die können Tage dauern, wo man da auf und abfährt auf dem Feld. Und selbst mit Helfer ist man dann ständig am Abbunkern und muss das Zeug irgendwo abliefern. Und sehr arbeitsaufwendig, so ein großer Kartoffelauftrag. Und hier haben wir einen normalen Hirseernteauftrag. Da kriegen wir einen größeren Mietmähdrescher. Aber ich denke mal, da wir ja eine passable Mähdreschausrüstung haben, würde ich wahrscheinlich, wenn ich den machen würde, unseren Mähdrescher nehmen. Aber es wäre auch interessant, den mal kennenzulernen. Hier, oh, hier kriegt man weniger, aber man hat einen ganz tollen Mähdrescher, so ein Ideal. Normalerweise ist je größer der Auftrag, je größer das Feld, desto größer ist der Mähdrescher oder die Geräte, die man mieten kann. Und hier haben wir aber ein großes Gerät. Den würde ich wahrscheinlich mieten, weil das ist ein cooler, großer Mähdrescher. Das ist sehr abenteuerlich. Und gucken wir mal weiter. Hier kriegt man einen ganz kleinen Mähdrescher. Da ist unserer auf jeden Fall überlegen. Und hier gibt es auch noch einen Grubberauftrag. Da kriegt man einen ganz ordentlichen Traktor gemietet und einen richtig schönen Grubber. Keinen so ganz großen. Das ist so mittlere Größe. Könnte aber auch Spaß machen mit diesen Geräten. Oder wenn man sich die Zeit nimmt, kann man auch mit seinem kleinen eigenen Grubber grubbern. Okay. Und diese Aufträge wechseln immer, je nachdem, was so gerade auf der Karte zu tun ist. Es gibt manchmal auch Graserntebalgenpressaufträge und Aussaataufträge und so. Aber diese Düngen, Ernten und Grubbern, die Aufträge sind schon besonders typisch. Ich glaube, wir nehmen mal. Ah, ich glaube jetzt noch nicht. Ich tendiere dazu, diesen Auftrag, Düngeauftrag auf Feld 5 zu nehmen. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo Feld 5 ist. Gucken wir mal. Gut, hier sind so die 30-40er-Nummern, hier 20, 30. Ja, hier, da ist Feld 5. Gut, das ist relativ weit weg. Hat den Vorteil, wir lernen ein bisschen was von der Karte kennen. Das würde ich jetzt als positiven Aspekt betrachten. Und das Feld ist so okay von der Form. Damit kann man leben. Gut, da müsste man dann hier praktisch hier durch das Dorf fahren und da hinten dann rechts ab und bis hier oben hin. Und da kommt man dann auf das Feld drauf. Okay, das machen wir mal. Den nehmen wir mal an. So. Und da wir unsere eigenen Geräte nehmen wollen, kann ich hier einfach auf Vertrag akzeptieren gehen.
Wenn wir die Geräte ausleihen wollten, dann gehe ich nicht auf Vertrag akzeptieren, sondern auf Geräte ausleihen. Aber wir nehmen jetzt die eigenen. So, und jetzt ist der hier aktiv. Und hier sieht man dann den Fortschritt, wie viel wir schon geschafft haben. Und wir gucken nochmal auf die Karte. Und jetzt blinkt das Feld Nummer 5. Also diese kleine 5, die blinkt jetzt. Okay, also, raus hier. Wir sitzen noch drin im Traktor, das ist doch praktisch. Unser Düngestreuer. Wir fahren kurz beim Shop vorbei und füllen ihn einfach nochmal nach. Weil wir haben da ja noch was stehen. Und es ist nicht viel Umweg. Und wenn wir großes Glück haben, dann reicht die eine Düngestreuerfüllung. So. Ich habe jetzt hier R gedrückt und auf die Schnelle wurde das nochmal aufgefüllt. Wunderbar. Den lassen wir hier einfach stehen. Da steht er gut. Wahrscheinlich müssen wir nach dem Auftrag auch wieder Dünger nachkaufen. So. Oh, was mir noch einfällt zu den Aufträgen ist, bei Ernteaufträgen hat man häufig gewisse Überschüsse, unterschiedlich viel, je nach Feldform und so weiter. Und man muss dann halt immer was abliefern. Und wenn genug abgeliefert wurde, dann bekommt man zusätzliches Geld, wenn man diese restlichen Überschüsse noch verkauft. Man könnte die aber auch mitnehmen. Oh, eigentlich hatte ich Vorfahrt. Man könnte die auch mitnehmen und beispielsweise seinen Tieren füttern oder aufheben, bis der Preis besser ist oder so. Und ja, das sollte man noch dazu wissen, wenn es um Ernteaufträge geht, dass man da häufig Überschüsse hat. Also, man muss nicht alles abliefern. So, wir müssen hier jetzt bei der Brücke an der zweiten Stelle ab. Aber wir können hier mal so einen Rundumblick werfen. Guck doch mal, was für ein pompöses Brückenbauwerk hier. Sollen wir hier mal aussteigen? Ja, wir steigen mal kurz aus und gucken uns das an. So. Da oben, Riesenbrücke. Zugbrücke meines Wissens. Und hier, ja, es ist mehr so ein trockengelegter Kanal. Aber ein Riesenbauwerk. Da wird es dann wohl theoretisch bei großen Regenfällen runterrauschen, das Wasser. Aber hier, ja, man kann leider nur schlecht drüber gucken. Aber es ist auf jeden Fall pompös. Und meistens lohnt es sich durchaus, auf so einer Karte mal ein bisschen rumzulaufen und sich das anzugucken. Viele Karten haben schöne Ecken, wo sich die Erbauer der Karten besonders viel Mühe gegeben haben. Einfach um es schön und interessant zu gestalten.
Und dies hier ist jetzt ja eine Karte, die vom Spielehersteller von Giants gebaut wurde. Aber es gibt auch hunderte von Karten, die von Moddern gebaut werden und die unterschiedlich schön sind. Also es gibt sehr, sehr schöne und es gibt auch weniger schöne. Und welche dazwischen. Und für jeden Geschmack ist was dabei. So, jetzt, wo geht's weiter? Wir könnten jetzt im Menü in der Karte nochmal gucken, wo es weitergeht. Aber es gibt hier auch so eine kleine Mini-Karte und mit der Taste 9 kann man die aufmachen. Hier, wenn die rund ist, dann zeigt das, wohin wir fahren, immer nach oben. Für manche ist das die angenehmste Art und Weise, eine Karte anzugucken. Und wer das aber nicht so sehr mag, dass sich die Karte immer dreht, die dreht sich mit, wenn wir um die Ecke fahren. Es gibt die auch in eckig, dann ist der Norden immer oben. Die dreht sich nicht mit. Und wenn man nochmal 9 tippt, also man muss immer 9 tippen und nochmal 9 und nochmal 9, dann ist die groß. Und ich weiß jetzt, okay, ich muss einfach dem Straßenverlauf noch ein bisschen folgen und dann geht's links ab. Und wenn ich sie wieder weg haben will, wieder 9. Und ich tippe jetzt noch 2x9, bis ich hier die kleine Mini-Karte habe. Und ich habe die meistens nicht an, weil mich alles, was auf dem Bildschirm ist, sozusagen ein bisschen stört und irritiert, wenn es zu voll ist. Und aber wenn man viel auf der Karte rumfährt und sich noch nicht auskennt, dann ist es natürlich hilfreich, diese Mini-Karte anzuhaben. Und so mache ich es auch mit dem Hilfefenster. Das habe ich immer offen, wenn es was Interessantes zu sehen gibt. Und sonst mache ich es zu, weil es mir sonst einen Teil vom Bildschirm verstopft. So. Ja, hier anfahren am Hang. Tut er sich schwer. Jetzt müsste es bald kommen. Da ist es. Gut. Und hier ist auch schon das Feld. Ja, gucken wir uns jetzt nochmal in der großen Karte die Form an. Ich hatte euch ja gesagt, dass, wenn das Feld nicht rechteckig ist, ist es sinnvoll, am kürzeren Ende anzufangen. Das haben wir hier aber im Prinzip nicht. Es ist eine Trapezform, und nee, nicht Trapez, eine asymmetrische Drachenform sozusagen. Das heißt, wir haben sowohl ein Ende, wo es kleiner wird von hier aus, als auch ein Ende, wo es größer wird. Es ist also relativ egal, wo wir anfangen. Darum fangen wir gleich hier an, würde ich sagen. So, ich verschaffe mir mal ein bisschen den Überblick. Gut. So. Okay. Möglichst gerade. Ich hoffe, ich habe den Abstand richtig geschätzt. Ich mache mal die kleine Karte wieder weg. Und jetzt schalten wir an. Ja, wir kommen gut rüber. So. Ich könnte jetzt sogar auch einen Helfer anstellen. Das mache ich auch mal kurz, um euch was Bestimmtes zu zeigen. Und zwar lasse ich hier jetzt einfach mal den Helfer arbeiten. Natürlich habe ich jetzt Kosten für den Helfer, was meinen Verdienst durch den Auftrag schmälert. Ganz klar. Aber man macht trotzdem noch ordentlich Profit. Es lohnt sich also auch, mit Helfer Aufträge zu machen. Man kann bis zu 3 Aufträge gleichzeitig machen und dann ist man sozusagen Lohnunternehmer. Und dann ist man da immer damit beschäftigt, die Fahrzeuge zu dem jeweiligen Feld zu fahren und zusammenzustellen, aufzufüllen und, und.
Und gucken, ob er das mit den Wänden gut hinkriegt. Es müsste eigentlich zu schaffen sein. Und es ist auch eine sehr interessante Möglichkeit zu spielen, wenn man sich praktisch als Lohnunternehmer betätigt, dann nimmt man halt viele Aufträge an und fährt die Geräte immer zu den Einsatzorten. Selbst das kann man einen Helfer machen lassen, aber man muss es dann einrichten. Hier, du fahr dorthin und so. Dann ist man sozusagen Manager von seinen Lohnarbeitern, die für andere Bauern Arbeiten unternehmen. Machen viele gerne, ist für viele sozusagen die Hauptspielweise im Landwirtschaftssimulator. Da wird der eigene Hof eigentlich völlig vernachlässigt. Die machen einen Auftrag nach dem anderen. Es gibt auch welche, die fahren jeden Auftrag, den sie annehmen, selber, weil sie gerne auf dem Feld auf und ab fahren. Und dann müssen sie sich nicht um die Verwaltung von dem Hof kümmern. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie man den Landwirtschaftssimulator spielen kann. Und ich mache es gerne so, dass ich gelegentlich mal einen Auftrag mache. So wie hier, ich will mir noch was anschaffen, möchte aber auf Kredit nach Möglichkeit verzichten oder nur wenig Kredit annehmen. Und darum, wenn es sich gerade anbietet, mache ich mal einen Auftrag zwischendrin. Und manchmal mache ich auch einzelne Safe Games, also einzelne Spielstände, wo ich auch als Lohnunternehmer spiele, und das hat durchaus seinen Reiz. Jetzt wollte ich euch noch was anderes zeigen, das geht aber erst, wenn der Helfer wieder auf dem Feld ist. So, jetzt guckt mal da unten rechts, wo dieser Balken ist und die Menge vom Dünger angezeigt wird. Da ändert sich gar nichts. Das bleibt gleich. Viele Anfänger vom LS glauben, oh, wir haben einen Fehler entdeckt. Nee, das ist kein Fehler. Das ist eine Funktion, die ich euch hier bei dieser Gelegenheit mal zeigen will. Und dann übernehme ich wieder selbst das Ruder. Und zwar gehen wir hier wieder ins Menü. Der arbeitet in der Zwischenzeit. Ah, hier kann man auch schön sehen, er hat schon ordentlich was geschafft. Das ist doch super. Und wir gehen jetzt ziemlich weit runter, da wo der Traktor mit dem Zahnrad ist, wo wir schon mal Einstellungen gemacht haben. Und hier gehen wir auch relativ weit runter, und zwar im Bereich Helfer. Helfer, Betankung, Kraftstoff, Saatgut, Dünger, Gülle und Mist. Und die Helferbetankung bedeutet, dass der Helfer sich um das Nachfüllen mit, in diesem Fall Dünger, selber kümmert. Ganz am Anfang beim LS17 oder LS19, ich glaube, nee, ist egal, mit dem 17er habe ich angefangen, aber vielleicht wurde mir das erst beim 19er klar. Da habe ich dann gedacht, wenn man das auf Kaufen stellt, dann fährt der Helfer irgendwo zum Shop und füllt den Dünger wieder auf, wenn er leer ist. Nee, das macht der nicht. Der macht das viel raffinierter. Der kauft in jeder Sekunde immer genauso viel Dünger nach, wie er verbraucht hat. Darum bleibt der Bestand an Dünger immer mehr. Immer gleich. Und es wird nicht weniger. Und es ist also sozusagen eine Einstellung für Faule oder für zeitsparende Spieler. Klingt besser als Faule. Und hat aber einen Nachteil. Wenn der Helfer den Dünger kauft, ist das teurer. Das ist mindestens 30% teurer, als wenn ich mich darum kümmere, dass der Düngestreuer voll ist und der Dünger dann weniger wird. Und wenn der Düngestreuer alle ist, muss ich mich darum kümmern, dass er nachgefüllt wird. Ich stelle das jetzt hier mal auf aus. Dann werden wir sehen, wenn er wieder gewendet hat, dass es dann weniger wird. Ja, jetzt müssen wir erstmal wenden. Aber gleich geht's wieder los. So. Jetzt sofort verbraucht sich das ordentlich.
Und ja, jetzt zahlen wir pro verbrauchtem Liter Dünger deutlich weniger. Aber wenn jetzt der Dünger alle werden würde bei diesem Auftrag, was ich jetzt nicht mehr glaube, dann müssten wir halt mit dem Traktor zum Shop fahren, neuen Dünger kaufen und wieder zurückfahren. Das würde relativ viel Zeit kosten und hängt davon ab, wie man gerne spielt. Wer gerne mit seinem Traktor auf der Karte hin und her fährt und sich immer drum kümmert, dass die Geräte gut aufgefüllt sind und so, für den würde ich sagen, stellt auf jeden Fall die Helferbetankung auf aus. Aber für diejenigen, die das Rumfahren in Kauf nehmen, um ihren Hof zu betreiben, die aber jetzt nicht wahnsinnig gerne mit dem Traktor rumfahren, für die würde ich sagen, macht es durchaus Sinn, die Helferbetankung auf anzulassen, beziehungsweise auf kaufen. Und ich handhabe es so, wenn ich es mir einigermaßen leisten kann, dann lasse ich die Helferbetankung auf kaufen, weil ich nicht mit Begeisterung hin und her fahre. Das ist bei mir nicht der Antrieb, warum ich gerne den LS spiele. Und mir ist es am liebsten, wenn der Düngerbestand im Düngestreuer immer gleich bleibt. Aber wenn ich jetzt genau kalkulieren muss, dann schalte ich das auch mal auf aus und fülle den halt auf und ja, zahle dann einfach weniger für den Dünger und nehme dafür zusätzliche Fahrten in Kauf. Es ist also, ich handhabe das situationsabhängig, ob ich das an- oder ausgeschaltet habe. Und wenn ihr so 20 Tipps für Landwirtschaftssimulator-Videos seht oder auch Forenbeiträge oder sowas, da gibt es ganz viele, die sagen, das Wichtigste ist immer sofort die Helferbetankung auszuschalten. Kann ich so einfach nicht unterschreiben. Finde ich überhaupt nicht das Wichtigste. Also das Wichtigste schon mal gar nicht. Und es hängt einfach auch von den Spielvorlieben ab, was für einen wichtiger und sinnvoller ist. Diese Helferbetankung hat enorme Vorteile, aber sie hat halt auch Nachteile. Und das muss jeder Spieler für sich entscheiden, ob er ja den Helfer etwas teurer selber tanken lässt. Das gilt dann auch für den Diesel, wenn man das den Helferbetankung Diesel auf kaufen lässt, muss man fast nie zur Tankstelle fahren, wenn man viel mit Helfern arbeitet. Und für Saatgut und Mist und Gülle gilt das auch. Mist und Gülle ist eine andere Sache. Wenn man sehr viel Mist und Gülle hat, dann ist es natürlich sinnvoll, dass die eigene Mist und Gülle verbraucht werden. Dann kann man es sogar so einstellen, gut, hier Junge, du bist fertig, wir haben es geschafft. Man kann es so einstellen, stopp, jawohl, dass die Gülle und der Mist direkt aus dem eigenen Kuh- oder Schweinestall genommen wird. Kann ich euch jetzt so nicht zeigen, weil wir keinen Kuh- und Schweinestall haben. Okay, das heißt, was haben wir heute alles gelernt? Wir haben die Aufträge kennengelernt. Verschiedene Arten habe ich euch erklärt. Wir haben einen Düngeauftrag gemacht. Und ich habe euch noch erklärt, was es mit dieser Helferbetankung auf sich hat. Jo. Und jetzt sind wir hier fertig. Und wir können den Auftrag auch abgeben. Okay, wir gehen wieder hier ins Menü rein zu den Aufträgen. Hier ist abgeschlossen und da sehen wir 13.061. Da wir nichts gemietet haben, haben wir keine Zusatzkosten und kriegen diese 13.061. Aber wir hatten natürlich Kosten,
weil wir Dünger verbraucht haben, den Helfer bezahlt haben und der Helfer auch Dünger verbraucht hat. Also wir haben jetzt keinen Nettogewinn gemacht mit 13.000, sondern vielleicht 10.000 oder sowas. Okay, ich schließe mal ab. So, jetzt sieht man nichts Spektakuläres, keine Fanfare, aber hier sieht man 13.000 sind jetzt mehr auf dem Konto. Wir haben jetzt 33.000. Vorher hatten wir, glaube ich, sowas wie 24.000. Also etwa 9.000 haben wir tatsächlich plus gemacht. Okay. Jo, dann können wir uns in der nächsten Folge vielleicht Gewächshäuser anschaffen. Das wäre doch was. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.